Hallo, ich grüße dich. Willkommen zu diesem hochinteressanten Wochenende. Morgen, Sonntag, ist ja ein Übergang, ein ganz besonderer Übergang. Es ist nicht der Übergang, weil mehrere Übergänge geschehen, weil nicht alle Menschen gleich mit können in die fünfte Dimension, nicht alle Menschen in die fünfte Dimension wollen, weil noch viele in der dritten sind und erst in die vierte kommen und so weiter. Aber es ist ein ganz spezieller Übergang, ein sehr wichtiger, weil es so viele sind, weil so viele Menschen mitgehen jetzt. Und es werden immer mehr und das ist sehr, sehr erfreulich. Und die Energie von Sonntag wirkt jetzt schon, ist also heute am Samstag schon spürbar, wirkt morgen noch intensiv und schleicht dann am Montag so schön aus. Ich habe hier eine meiner Spezialzeichnungen durchgeführt, dass du dir auch bildlich etwas vorstellen kannst von diesen Dimensionen, die es in Wirklichkeit ja nicht gibt. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Hier haben wir das 3D, das 4D und das 5D. Das 5D ist eines der größten, ja, weil wir da jetzt alle rein wollen, weil wir viel mehr Platz brauchen. In 3D sind nicht mehr so viele Menschen und im 4D ja auch schon weniger. Die kommen alle ins 5D und die geistige Welt hat gesagt, ich soll das ja nicht rund machen, das muss nicht rund sein, das soll so unförmig bleiben. Dann kannst du dir das mit den Übergängen so vorstellen. Zwischen 3D und 4D war hier noch viel Abstand. Da hat man noch länger gebraucht, um hier reinzukommen. Jetzt in die 5D geht das schneller. Hier ist der Abstand kleiner. Die Verbindung in die 5D geht somit rascher. Und dieser Übergang kannst du dir so vorstellen, das ist jetzt hier offen. Und all diese Pünktchen, das sind die Menschen. Hierin befinden wir uns jetzt. Und viele sind auch schon hier am Beginn des 5D, fünfte Dimension also. Und das hier ist alles noch frei. Das gibt es alles zu entdecken. Weil was passiert denn in 5D? Werden wir unsichtbar für andere Menschen? Nein, wir leben weiterhin unser Leben. Wir gehen morgens zur Arbeit, wir verbringen den Tag mit der Familie, mit den Menschen, mit den Arbeitskollegen. Aber wir haben ein höheres Bewusstsein. Wir wissen mehr. Wir können geistig mehr sehen. Wir haben mehr Kraft, um energetisch zu arbeiten. Es können sich die Gedanken radikal verändern. Dadurch kann es sein, dass du aufhörst zu zweifeln, vor allem an dir selbst. Und wir werden also nicht unsichtbar, aber wir haben mehr Wissen zur Verfügung und das wiederum beruhigt den Verstand, das wiederum verändert Ängste. Und wo führt uns die fünfte Dimension hin? Was ist denn da so in der Zukunft los? In der fünften Dimension gibt es keine Zukunft, weil dann können wir absolut in der Gegenwart sein und gehen Schritt für Schritt in die fünfte Dimension und Schritt für Schritt gestalten wir uns unseren Weg, unser Leben. Natürlich werden wir planen. Ein Haus bauen zum Beispiel geht auch nicht einfach so, wenn man nur in der Gegenwart ist. Aber dieses Planen ist ganz anders als wie das, was jetzt noch viele Menschen durchführen in der
3D, zum Beispiel in der dritten Dimension. Aber wie schon erwähnt, Dimensionen gibt es nicht wirklich. Das ist für unser Verstand wichtig, damit wir Verschiedenstes einordnen können und Verschiedenstes besser verstehen können. Ja, ich freue mich schon sehr auf das Channeling. Ich spüre die Energie wie ein Teenager vor dem ersten Date. Und ich finde das so hochinteressant und bin unendlich dankbar, dass ich als Mensch das miterleben darf. Ich als Mensch. Ich habe ja im letzten Video erwähnt, dass ich kein Medium oder mich nicht zu den Lichtarbeitern zähle. Aber Werner hat gemeint, also Lichtarbeiter bist du dann schon. Okay, das nehme ich doch gerne an. Ja, wir verändern uns gerade enorm und dein menschlicher Körper kann natürlich Reaktionen zeigen. So ist es hilfreich, wenn du in diesen kommenden 3 Tagen oder in diesen jetzigen 3 Tagen dich mit blauem Licht erdest. Lass Lichtstrahlen aus deinen Fußsohlen kommen. Blau darum, weil es dir eine gewisse Sicherheit vermittelt, ein tieferes Vertrauen du in dich haben kannst durch dieses Blau und noch etwas. Sicherheit, Vertrauen und Stabilität. Diese 3 Dinge. Also gut erden, hör auf deinen Körper. Es kann sein, dass er in dieser Zeit jetzt viel Wasser braucht, kann aber auch sein, dass er mit ganz wenig Wasser auskommt. Dein Körper kann komische Reaktionen hervorrufen. Lass dich darauf ein. Und dann kannst du diesen Übergang wunderbar durchlaufen. Es ist hochinteressant. Worauf ich noch eingehen mag, ist: Vielen, vielen Dank für die Spenden, die ich schon erhalten habe. Also, ich bin unendlich dankbar dafür. Und die Wertschätzung an sich, die ich von euch bekomme, das ist enorm. Und nochmals zur Erinnerung, wenn du mir Geschenke schickst, erwähne deine E-Mail-Adresse. Und ich habe kaum noch Platz für Engel oder Bilder, also lieber Spende, da bin ich jetzt ganz ehrlich, weil ich bekomme ganz besondere Sachen und ich möchte dann schon einen Platz für sie haben, aber der Platz wird immer geringer. Und mit der E-Mail-Adresse kann ich mich dann auch bei dir melden. Vielen Dank. Irgendwas war noch? Nein, nicht? Gut, dann ja doch. Ich wusste, da war noch was. Von der geistigen Welt soll ich dir noch ausrichten, dass Sonnenkinder und Seelenpartner, also das sind jetzt dann die beiden nächsten Themen, die bei den nächsten kommenden Videos bearbeitet werden. Alles Liebe auf diesem Weg. Wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss. In der fünften Dimension lernst du immer mehr, dir zu vertrauen. Dieses tiefe Vertrauen, das in dir ist, kannst du jetzt immer mehr bei dir hervorholen, es sogar fühlen in deinem Unterbauch, wo die eigentliche Kraft sitzt, wo das erste Chakra sich befindet. Es mag sogar sein, dass du dieses jetzt beginnst zu spüren, wie dieses erste Chakra beginnt zu arbeiten. Dieses tiefe Vertrauen in diese nächsthöhere Frequenz, in dieses höhere Bewusstsein dient dir, um Neues annehmen zu können, um Verschiedenstes hergeben zu können. Du wirst merken, dass du ihm loslassen gut bist.
dass du Vertrauen in das Neue aufbauen kannst, denn ihr Menschen tut nun Schritte, die ihr als Menschen noch nie haben konntet, in diese Erfahrung noch nie reingehen konntet. Jetzt könnt ihr es. Über Jahre ist euer menschlicher Körper vorbereitet worden. Über Jahre bist du selbst als Mensch vorbereitet worden. Vor Jahren wusstest du noch gar nicht, dass es uns die geistige Welt gibt, dass man intensiv mit Energie arbeiten kann, dass man heilen kann, dass der menschliche Körper veränderbar ist, dass zu vielem, das auf der Erde geschieht, nicht einfach hilflos ausgesetzt bist. Dass du reagieren kannst, dass du handeln kannst, dass du Kraft hast, dass du den notwendigen Mut dazu hast. Die fünfte Dimension ermöglicht euch Menschen Enormes. An das kannst du jetzt noch gar nicht denken, weil deine Gedankenkonstrukt sich erst wandeln tut. In der fünften Dimension, so lass dich darauf ein, wenn du den Ruf dazu in dir hörst. Wenn du ein deutliches Ja hörst. Viele Menschen sind noch nicht bereit für diesen Schritt und das ist vollkommen in Ordnung, weil sie ihr Tempo gehen, weil sie in der dritten oder vierten Dimension einfach das eine oder andere noch erfahren wollen, was geschieht mit der Dunkelmacht. Wird sie grauer, hellgrau, heller? Mag sein. Das entscheidet ihr Menschen. In der fünften Dimension habt ihr Wandlungsmöglichkeiten an das, wie schon erwähnt, an das ihr jetzt noch gar nicht denken könnt. Aber der Weg ist absolut sicherer. Das ist sicher. Was ist Sicherheit? Was bedeutet dieses für dich? Für jeden Menschen ist Sicherheit etwas vollkommen anderes. Doch die Basis einer Sicherheit von euch allen Menschen ist die Verbindung zueinander, miteinander. Und darum wird auch gefördert und gefordert der Seelenpartner. Die Dualseelen. Je nachdem, wer dir in deinem Leben fehlt, je nachdem, wen du in deinem Leben noch haben möchtest, benötigst. Die Entscheidungskraft eurerseits ist ebenso gewachsen und in Form von hoher Intensität. Und der Mut dazu kommt, wenn du dich dafür entscheidest. Je nachdem, welche Schritte du in deinem Leben tun magst, in der fünften Dimension wird dir dieses erleichtert, ermöglicht. Was vielleicht sogar in der vierten Dimension dir noch nicht möglich gewesen ist und in der dritten schon gar nicht oder noch schwieriger. Sei offen für dich selbst. Lobe dich mehr denn je, denn wenn du Lob von anderen erwartest, bekommst du es nicht, wartest du ewig. Und wenn du beginnst, dich selbst zu loben, loben dann auch die anderen dich. Gerade jetzt in dieser speziellen Zeit ist Lob Balsam für deine Seele, für deinen menschlichen Körper, für deinen Verstand, für dein Leben, für deinen Beruf, für deine Arbeit, für deine Familie, deine Mitmenschen. Denn wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Mitmenschen gut. In Gamai Kentiele Eliei Eie Eremare Naujais Antikerem Seidam. So erde dich. Lass blaue Lichtstrahlen aus deinen Fußsohlen kommen, die tief in die Erde reichen. Es beginnt die Frequenz gelb, um dich herum zu wirken, zu strahlen.
Der eine oder andere von euch vermag diese Farbe jetzt gerade zu sehen, der andere, der mehr fühlend ist, spürt, dass etwas in dem Raum, in dem er sitzt oder liegt oder steht, etwas sich verändert. Auch wenn du dieses Channeling im Bus oder im Zug hörst, kannst du den Wandel spüren, absolut. Kannst du die Frequenz wahrnehmen, absolut. Denn du bist in dir wohnend, sicher. Du merkst immer mehr, dass die Außenwelt nicht mehr so intensiv auf dich einwirken kann. So wenn du im Bus bist oder im Zug bist, beeinträchtigen dich die Menschenmengen oder der neben oder hinter dir steht, den du früher neben oder hinter dir nicht haben wolltest, sie beeinträchtigen dich nicht mehr. Du kannst ganz gut bei dir sein. Dieses Gelb bewirkt eine Reinigung, ein Offenwerden, ein Vertrauen haben in diesen Übergang. Ein Hinweis möchte ich dir noch geben, und zwar die Zahl 8, die Zahl 10 und die Zahl 21. Wenn du dich angesprochen fühlst, schreib diese Zahlen auf ein Blatt Papier und lege es 2 Nächte unter dein Kopfkissen. Es spielt keine Rolle, wann du dieses Channeling hörst, denn dann ist der Zeitpunkt für dich passend, es zu tun, sofern du dich angesprochen fühlst. Dein inneres Ja dazu sagt. Dieses Gelb wirkt nun speziell auch in deinem Kopfbereich. So kann es sein, dass du einen sanften Druck am dritten Auge spürst oder auch auf deinen menschlichen Augen. Dann hab keine Bedenken, es ist gut. Nach diesem Channeling, nach dieser Energieübertragung bzw. diese Unterstützung, Übertragung benötigst du keine, sondern Unterstützung, lässt es wieder nach. Koimai kelirerem entikai neyas, soidaim avikaim eliene antikoim. Wir gratulieren dir für diesen ganz speziellen Übergang, für diesen Durchgang in ein weiteres von dir selbst sein können, somit auch Schritte in deine Freiheit du tust, Schritte zu deinen medialen Fähigkeiten, zu deiner Berufung, zu deinen nächsten Aufgaben. Alles hat seine Richtigkeit, wie es gerade ist. Wir schließen dieses Channeling nun ab mit einem ganz gesonderten Vayosei und danken dir, Vayosei. Atme noch 2-3 Mal tief ein und aus und du erhältst noch einmal, was für dich passend ist und dann ist gut. Schön, dass es dich gibt. Vayosei.